Hi Leute, ja, ich bin in der Karibik, in der Dominikanischen Republik und dachte, ich nutze die Gunst der Stunde und werde noch ein paar Nachtaufnahmen erstellen und habe gedacht, ich werde einfach mal ein paar Tipps und Tricks raushauen. Also, ich habe mir jetzt hier in der Anlage so einen schönen Pool rausgesucht und das mal als allererster Tipp, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, in einer Hotelanlage, die riesig ist, hat es meistens ein paar Ecken, die richtig schön angelegt sind, ja, also mit Lichtern, also jetzt hier im Pool, der ist beleuchtet und so. Dann im Hintergrund sehen wir das Hauptgebäude, aber seht ihr gleich alles am Bild, wenn ich das einblende. Ich habe mich jetzt mal hier so positioniert, ziemlich nah am Pool ran, ziemlich tief von der Kamera her, um nicht das Ende vom Pool zu sehen. Das ist auch so ein kleiner Trick. Wenn man kleinere Pools hat, darf man nicht das Ende sehen oder den Anfang zeigen, weil sonst sieht man halt, wie groß der Pool ist. So hat man vielleicht noch den Eindruck, ach, der Pool geht weiter und dann wirkt das meistens ein bisschen größer. Hier im Pool sind vorne noch so wie so Sonnenbänke. Die habe ich, dazwischen habe ich mich ziemlich symmetrisch positioniert. Da würde ich auch immer drauf achten, das ist hier so ein bisschen symmetrisch aufgebaut, dass man da halt auch das im Bild widerspiegelt. Ich werde jetzt einfach mal ein Foto machen. Ich fotografiere hier mit der 1DX Mark II. Einstellungen kann ich euch gleich sagen. Ich habe hier eine Blende von 2,8, ISO 100 und bin mit der Belichtungskorrektur eine Blende im Plus, da ich im AV-Modus fotografiere, das heißt auf der Zeitautomatik. Weißabgleich habe ich manuell eingestellt auf 5500 Kelvin und ich würde sagen, wir lösen einfach mal aus. Die Kamera schlägt mir hier 13 Sekunden vor. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wie das ausschaut. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik im Hintergrund hört, weil heute Abend ist hier eine Party im Hotel und die findet da vorne statt, deswegen ist auch da vorne alles ein bisschen geil beleuchtet. Also falls ihr das hört, sorry dafür. So, jetzt gucke ich mir das Bild mal an und blende euch das Bild auch gleich mal ein. Und jetzt sehen wir hier vorne eben die angesprochenen Bänke, sind vorne schön mittig oder also symmetrisch angeordnet. Im Hintergrund sehe ich das Hauptgebäude, wo auch die Party ist. Ihr seht links und rechts Palmen und Liegestühle, alle stehen hier sauber in Reihe und Glied, also da auch drauf achten. Meistens ist das ja abends schon alles vom Personal aufgeräumt worden. Und ich sehe auch noch so ein bisschen die Sterne. Ich habe gerade mal mit der Starwalk App, die kann ich euch empfehlen, die kostet 3 Euro im App Store, gecheckt, wo die Milchstraße ist. Also wir sehen nur einen ganz leichten Schweif der Milchstraße auf der rechten Seite. Das muss ich auch mal gucken, ob ich das in der Bildbearbeitung rauskriege. Also ich werde euch das Bild, auch wenn es fertig ist, noch mal zum Schluss einblenden. Was braucht ihr noch? Also ihr habt gesehen, ich arbeite jetzt hier ohne Fernbedienung, ohne Kabelauslöser. Man kann auf den Auslöser drücken, muss dabei sehr vorsichtig sein. Man könnte aber auch, wenn man seine Fernbedienung oder seinen Kabelauslöser vergessen hat, einfach den Selbstauslöser nutzen. Die meisten Kameras heutzutage haben einen 2 Sekunden und einen 10 Sekunden Selbstauslöser. Da reicht schon der 2 Sekunden Selbstauslöser, dass ihr drauf drückt, die Hände von der Kamera wegnimmt und dann löst die Kamera alleine aus, ohne dass sie eine Erschütterung kriegt. Natürlich braucht ihr auch ein Stativ. Ohne Stativ funktioniert das Ganze nicht, weil, wie gesagt, wir belichten hier 13 Sekunden und da muss die Kamera die ganze Zeit stillstehen. Also, ich werde das Ding jetzt mal bearbeiten und zeige euch das Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen da und wenn nicht, schreibt irgendwas in die Kommentare, schreibt eine Frage in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Also, bis dann.